shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar wieder einen Solo Unlimited Money Glitch. Alles, was ihr dafür braucht, ist hier so ein Clubhaus mit so einer Werkstatt drin, dazu noch ein Faccio-Roller, den ihr ersetzen könnt, dann braucht ihr noch so einen Blazer, es muss wirklich ein Blazer sein, es funktioniert nicht mit dem Motorrad, deswegen würde ich euch empfehlen, so einen Blazer zu kaufen, den voll aufzutunen. Und zusätzlich braucht ihr noch so einen Sandking in eurem Bikerhaus. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr so einen Sandking in euer Bikerhaus reinbekommt, schaut einfach meinen letzten Money Glitch an, da zeige ich das Ganze mit dem Tune Buggy. Und mit dieser Methode macht ihr das einfach mit dem Sandking, um das auch ja in euer Bikerhaus reinzubekommen. Ich hau einfach mal den Link unten in die Videobeschreibung rein, könnt es auf jeden Fall mal auschecken. So, als allererstes müsst ihr euren Blazer ganz hinten ins Eck reinstellen, weil den müssen wir mit dem Sandking versperren, dass wir nicht mehr aufsteigen können. Das ist ganz wichtig, weil dann teleportiert es euch auf den Blazer und es brauchen wir für den Glitch. Aber wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr mal testen, ob es klappt. Wenn ihr Dreieck drückt, müsst ihr eigentlich direkt drauf spawnen. So, und jetzt kommt es wirklich auf Timing an, und zwar ihr geht auf den Blazer drauf, haltet die Starttaste gedrückt und lässt sie wieder los, und in dem Moment, wo ihr die Starttaste loslässt, müsst ihr R2 zum Gas geben drücken. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr das mal testen, indem ihr einfach auf den PlayStation Store drauf geht. Wenn ihr dieses Bild habt, dass es im Moment nicht verfügbar ist, habt ihr alles richtig gemacht. Falls aber jetzt dran steht, jetzt öffnen oder jetzt geöffnet, dann müsst ihr den ganzen Schritt nochmal neu machen mit dem Start drücken und dem Gas geben. Es kann natürlich sein, dass ihr aus dem Clubhaus rausfährt, dann hat es mit dem Timing nicht ganz gepasst. Müsst es auf jeden Fall ein bisschen probieren, kann unter Umständen ein bisschen dauern. Wenn ihr aber dann hier in diesem Bildschirm seid, dass der im Moment nicht geöffnet ist, dann drückt ihr nochmal die Starttaste, um das Menü zu verlassen, und drückt oder spammt am besten wirklich die Dreieckstaste, um sofort vom Blazer wieder runterzusteigen. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch zum blauen Kreis ändern und die Fahrzeugposition von dem Blazer, der hinten im Eck ist, mit dem Faccio-Roller austauschen. Ihr seht da persönlich nichts, aber links an der Seite, wo die Fahrzeuge aufgelistet werden, dort ändert sich das. Jetzt müsst ihr einfach nur noch wieder hintritt zu dem Blazer gehen. So, wenn ihr dann hinten angekommen seid, müsst ihr einfach nur in die Werkstatt reinfahren und irgendetwas ändern. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einem Nummernschild zu machen, weil es einfach am günstigsten ist. Wenn ihr das dann habt, jetzt müsst ihr einfach nur euer Bikerhaus verlassen, wieder reingehen, und wie ihr seht, bams, habt ihr einfach, ja, zwei solche Blazer. Habt den also einmal verdoppelt. Wenn ihr den dann verkaufen wollt, macht ihr ungefähr um die $200.000. Ist auf jeden Fall wirklich super leichter Glitch. Ist zwar ein bisschen, ja, zeitaufwendig, aber eigentlich vom Prinzip her schon relativ einfach. Es kommt halt nur ein bisschen aufs Timing an. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich bin jetzt an der Stelle raus. Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.